So, schöne Grüße hier aus Hannover. Ich bin jetzt hier mit dem Nicolas Sieve. Wir haben uns kennengelernt über Instagram und er ist Immobilieninvestor, macht Flips, ist Makler und Projektentwickler. Servus. Grüß dich. Was geht ab? Vielen Dank für die Einladung, eben für den Kaffee und fürs Wasser. Vielen Dank. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, welche dieser vier Geschäftszweige würdest du wählen, wenn du jetzt am Anfang wärst und nochmal beginnen möchtest? Ja, kommt natürlich drauf an. Ich war direkt am Anfang, musste ich halt unbedingt eine Ausbildung machen zum Immobilienkaufmann. Ja. Ich dachte damals, dass man als Immobilienmakler vermögend wird. Und das war halt immer schon, seitdem ich 15 bin, habe ich meinem Vater gesagt, ich werde mal Immobilienmillionär. Yeah, okay. Dachte aber, dass das durch Immobilienmakeln funktioniert. Habe dann aber während der Ausbildung schnell gemerkt, dass das doch nicht das Makeln ist, mit dem man vermögend wird, sondern das Investieren in Immobilien. Und so bin ich dann nach der Ausbildung zum Immobilienkaufmann und noch einer weiteren Ausbildung zum Diplom-Sachverständigen für Immobilienbewertung erst beim Beobachten, was mein Chef tut, also in Immobilien investieren anstatt zu makeln, darauf gekommen, dass doch das Investment eher die Richtung ist, wenn man wirklich Geld mit Immobilien verdienen möchte. Okay, und wie alt warst du, als du deine erste Immobilie als Kapitalanlage gekauft hast? Ich bin mit Buy and Hold angefangen und das war dann mit 25. Mit 25? Genau, also vor 4 Jahren, ja. 4 Jahren. Wir haben Chucky, wann war bei uns? 2016. 2016, also vor 3 Jahren haben wir unsere erste gekauft als langfristiges Investment. Und was würdest du jetzt abkürzen? Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich fange nochmal von vorne an, ich will den Shortcut gehen, um möglichst schnell in ein Mehrfamilienhaus als Bestand oder ein Aufteiler oder was auch immer zu machen. Was wäre der Shortcut, den du jetzt empfehlen kannst? Ja, dann ganz klar, also nicht das Klassische, die ganze Zeit nur makeln, sondern wenn ich jetzt einen Fokus setzen würde, dann würde ich das auch fix und flip machen. Ja. Später kann man immer noch Buy and Hold machen. Was ich nur nicht schlecht finde für einen Anfang, wenn man doch die ersten 1 bis 3 Deals, vielleicht kleine Buy and Hold Deals macht, um ein Feeling dafür zu kriegen, sich erstmal mit dem Immobilienmarkt auseinanderzusetzen. Dann zeigt man auch der Bank, man hat ein bisschen Ahnung von Immobilien. Wenn das gut funktioniert, dann wirklich zu drehen und Eigenkapitalaufbau mit dem Immobilienhandel betreiben. Und wenn man da eine gute Bonität dann hat, kriegt man dann halt auch das Kapital von der Bank gestellt für den ersten kleinen Deal und dann kann man wirklich Attacke machen. Dann macht man den ersten kleinen Deal, macht vielleicht 10.000 bis 30.000 Gewinn, reinvestiert das mit dem Kapital der Bank neu und weiter und so dann immer größer zu werden, wie so ein Schneeball, der langsam ins Rollen gerät. Ja. Also fürs Gefühl vielleicht erstmal ein bisschen Buy and Hold und dann aber auch schnell Attacke machen und auf den Immobilienhandel konzentrieren. Wenn du jetzt zum Beispiel einem jungen Investor empfiehlst, gleich eine Wohnung zu kaufen, eine Zimmerwohnung zum Beispiel, und die hat eine Rendite, die ist gut, aber jetzt kein Top, richtig kranke Rendite so, siehst du dann Risiko, wenn er es macht? Also ich sage, kauf es lieber mal und wenn es gut ist, dann hast du die Erfahrung gemacht, du weißt, wie der Prozess funktioniert, du hast jeden Schritt schon mal mitgemacht, du hast eine Vermietung gemacht, du hast mit einem Verkäufer gesprochen, mit der Bank gesprochen, mit allen Parteien mal gesprochen. Da kann ja gar nicht so viel schief gehen aus meiner Sicht. Siehst du ja irgendwie einen Risk, wenn man jetzt. Sehe ich ähnlich, aber ich würde es nicht mit gefährlichem Halbwissen tun. Ja. Wo ich dann auch manchmal denke, so, wenn man in irgendwelchen gewissen Gruppen auch mal sieht, ich kaufe jetzt dieses und jenes zu einem exorbitanten Faktor. Man muss sich natürlich schon einmal mit dem Immobilienmarkt auseinandergesetzt haben. Und was halt sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, wenn ich sowas mache und anfange, in Immobilien zu investieren, und ich nicht Profi bin, also nicht ein Diplom-Sachverständigen für Immobilienbewertung habe und Immobilienkaufmann bin und den Markt seit 10 Jahren kenne, dann mit solchen Leuten sprechen und fragen, hey, guck dir mal die Immobilie an, den Deal an, ist das wirklich ein Deal? Und dann hat man ein ganz gutes Bauchgefühl, weil die Leute, im Normalfall denkt man immer, oh, soll ich ihn fragen oder nicht, ne, wie kommt das an? Aber im Normalfall geben alle Leute, alle Experten gerne auch mal ihren Rat, weil es ist schön, um Rat gefragt zu werden, weil das zeigt ja auch, man ist auf dem richtigen Weg. Ne, und wenn man dann wirklich jemanden, einen Experten, auch nochmal über diesen Deal schauen lässt und der sagt, mach das, da kannst du nicht viel mit falsch machen, dann würde ich es auf jeden Fall machen und Attacke machen. Du hast gerade schon eben empfohlen, wenn du einen guten Deal gefunden hast, dann den Profi mal zu fragen und zu sagen, hey, wie findest du das, ist es gut oder schlecht? Und wenn man da erfolgreich ist schon als Profi, denke ich mal, dann hilft man gerne auch weiter. Ja. Und du bist ja schon ein Profi hier in Hannover. Und wenn jetzt so ein paar Jungs das sich anschauen oder Mädels und sagen, hey, ich will auch eine Wohnung kaufen, hier können die sich dann nicht wenden. Ja, selbstverständlich. Kann man sich mal fragen und um Rat auch, oder? Definitiv. Also ich stehe jedem mit Rat und Tat zur Seite. Einfachster Weg ist über Instagram. Da findet ihr mich unter Nick Tiger, nik.tiga.
Oder einfach Nicolas Siebel eingeben. Was hat das Tiger für eine Bedeutung? Ja, und zwar das ist eine lustige Geschichte. Als ich auf der Suche nach meinem Instagram-Namen war, hatten wir in einer Gruppe immer so, ich und mein bester Freund, der hat mich immer Tiger genannt. Aber okay, nicht mit ER, sondern mit A. Ne? Und da hat sich das dann so etabliert und okay, seitdem war ich der Tiger. Und ja, dann habe ich noch vorher Immo-Tiger wegen Immobilien. Mhm. Fand ich dann aber ein bisschen geschmeidiger, das ein bisschen umzuwandeln und meinen Abkürzel für meinen Vornamen zu nehmen und dann Big Tiger. Okay. Ja, perfekt. Ja, also entweder da oder einfach Nicolas Siewe eingeben. Auch bei Google findet ihr mich zum Beispiel unter meinem Maklerbüro ImmoPerfect. Und ja, könnt mich gerne jederzeit kontaktieren. Ich beantworte gerne jedem die Fragen oder was weiß ich, alles zum Thema rund um Immobilien. Ja, stelle ich mir gerne zur Verfügung. Alles klar, super. Was ich jetzt auch von mir selber behaupten kann, also der erste Deal, den wir gemacht haben, wenn ich mir den jetzt nochmal zeigen würde vorher, dann könnte ich ihn besser machen. Ich könnte es optimieren aus allen Hinsichten. Deswegen lohnt es sich vielleicht auch mal einen Profi drüber zu schauen, ja, wenn man sich schon sicher ist. Absolut. Vielleicht mal eine zweite Meinung noch einholen, ob man es dann umsetzt so oder nicht. Bleibt einem selbst überlassen, aber ja, eine Meinung ist eine Meinung und schadet nicht. Definitiv. Alles klar, super. Dann vielen Dank für deine Einschätzung und deine Tipps. Ja, sehr gerne. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. War mir eine Ehre.